Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Heute möchte ich den Partyplüx mit was überraschen. Er will Spaß haben. Glaubt ihr nicht? Glaube schon. Wir fangen an. Halbkettentyrann heißt die Mission. Mal schauen, ob es dem Partyplüx gefällt. Bin gespannt. Guck dir allein schon das Fahrzeug an. Ja. Ist halt ein Kettentyrann, ne? Ja. Ab geht's! Munition für alle kaufen. 112.000, was? Ja, ich hab jetzt nichts kaufen können, weil du direkt angefangen hast. Oh. Ich hab jetzt keine Rüstung oder sowas. WTF, was war das? Was? Was war das für ein Ton? So, das war mein Handy. Achso. Hast du ein Video geguckt oder was? Nee, ich hab Abflix geöffnet und da wurde mir Werbung wieder angezeigt. Abflix? Ja, Abflix ist eine App. Kannst du gucken, was auf Netflix hochgeladen wurde. Achso. Kannst du mich leiten, wo ich lang muss? Ja. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Und links, dann bist du schon da. Okay. Okay, wir müssen leise sein. Und jetzt? Achso, wir müssen warten. Oh. Wir sehen die Kameras, okay. Ach, da. Alter, wie viele Leute da sind. Man kann auch Kameras wechseln. Ja. Ah. Ja, wie kann ich wieder raus? Wir müssen wahrscheinlich das Fahrzeug finden. Da ist es doch. Ich hab's. Ah, okay. What the shit? Wir müssen halt silent sein, ne? Das ist halt die Sache. Silent? Mhm. Also mit Messern killen? Naja, mit Dings, Ich hab keinen Schalldämpfer. Hast du nicht? Ich hab's. Nein. Dann ist gut, ich hab. Ja, toll. Achso. Muss ich jetzt das zum Hinteren, du. Oder was? Nein, nein, komm zu mir. Scheiße, wie war ducken? Also gebückt gehen. Ich nicht. Shit. Mach die da draußen weg. Warum? Wenn wir im Halbkettenfahrzeug sind, ist alles scheißegal. Soll ich fahren? Ja. Kannst du. Oh, what? Was? Was ist denn jetzt los? H zum Hacken des Fahrzeugs. Okay. Oh. Hack mal. Mach ich schon. Du musst mich verteidigen. Ich kann keine Waffe in die Hand nehmen. Hinter dir! Hinter mir! Ich kann... Hab. Ich kann auch noch nicht mal mit dem Messer, was ich in der Hand habe, zuschlagen. Ah, fuck! Oh, du darfst nicht sterben, ne?
Ich gebe mein Bestes. Oh oh. Toll, Ist gehackt. Toll! Ja, toll. Kann ich nichts Warum? Machen. Warum wurde ich denn so weit weg am Arsch der Welt gespawnt? Weiß ich nicht. Ich wurde am Zielpunkt gespawnt. Was ist das denn für Scheiß? Nochmal. Hä? Worauf? Schneller Neustart, ne? Ja. Toll, ey. So eine Scheiße. Du musst dich irgendwo hinter verstecken, wo die dich nicht so leicht treffen können. Du darfst aber auch nicht das Fahrzeug berühren. Bevor wir... Du musst es hacken, aber du darfst es nicht berühren. Hä? Hier ist ja gar keiner mehr. Hack es. Oder ist es schon offen? Ja, geil. Alter! Da ist ein Helikopter. Guck dir gleich den Helikopter an. Wo ist ein Helikopter? Da oben. Ach, da. What? Schieß, mach auch die Autos hinter uns weg, ne? Ja, mach ich gleich. Helikopter sind wichtiger, sagt er. Oh oh. Kannst du keine Bomben werfen oder so? Ich schieße die ganze Zeit die Leute ab. Nee, das letzte Fahrzeug konnte ja Bomben schmeißen. Deswegen frage ich. Warum müssen wir denn über den scheiß Dingsplatz hier fahren? Keine Ahnung. Ich wurde hier oben gespawnt auf jeden Fall, ne? Ich stand am Punkt, am Endpunkt, an dem gelben Punkt stand ich. Deswegen ist eben die Mission abgebrochen. Das ist ganz gut, dass ich das nochmal, dass ich das schon gehackt gekriegt habe. Ja. Deswegen hat es wahrscheinlich an dem Punkt neu gestartet, die Mission. Wahrscheinlich. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Ja, das ist der größte Scheiß hier. Und genau... Hier stand ich. Hier bin ich gespawnt. Gewonnen! Ah, das ist eine Scheiße. Wie viel Geld gibt's? 4140. Ja, das geht ja noch. Alles klar. Fortfahren. Fortfahren. Wollen wir denn nochmal einen schönen Autoklau machen? Können wir machen. Oder können wir schon eine andere Mission aus der mobilen Kommandozentrale machen? Nein, leider nicht. Okay. Wir müssen noch Vorräte ins Bunker schaffen, bevor wir noch neue kriegen. Okay. Oh, mal wieder ein schönes Fahrzeug, Klaus, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Das machen wir mal. Wenn GTA laden würde. Ja, bei mir auch. Wir werden wahrscheinlich irgendwo am Arsch der Welt spawnen. Wir werden nicht das Glück haben, in der Mutti zu spawnen. Nö, wir werden da spawnen, wo die Mission geendet hat. Irgendwo in der Nähe. Geht mir das auf den Sack? Ah, es funktioniert. Mein Greenscreen ist ein bisschen... Weiß ich nicht. Lässt sich vom Licht von draußen stören.
Boah, das lebt bei mir immer noch. Bei mir auch. Na, manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Tja, da gucken wir uns das schöne Auto an, ne? Den GTA Online Grotti GT 500. Und Oh, gerade wo jetzt ich spawne ich. vorlese, ist schon vorbei. Ja. Sag ich doch, wir spawnen da. Also ich spawn zumindest da. Ich auch. Ach, da hinten. Okay. Warte, ich kann nicht holen. Ich habe hier ein Auto. Yay. Oh, da steht ja Mutti. Habe ich auch gerade gesehen. Ich will auch mal damit fahren. Kannst du machen. Du hast die Berechtigung, hinten einzusteigen. Hinten? Nee, ich meine vorne. Sitzt du schon drinne? Ja, klar. Mach mal einen Wegpunkt. Ah ne, ich muss ja selber einen machen. Ist so geil, Boah, da musst du echt aus der Ego-Perspektive fahren. ey. Ja. Ist so geil, wenn du hinten einfach rausguckst und ballerst einfach alles nieder. Das ist so geil. Wir werden verfolgt. What? Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Was hast du gemacht? Ich bin irgendwo gegengefahren, scheinbar. Du kannst jetzt nach hinten rausschießen, ne? Ja. Gut. Ich schieße die ganze Zeit nur hinten raus. Ja, nicht, dass das Führerhaus wieder kaputt geht. Nein, nein, nein. Ach, kennst du schon die Diskussion hier von wegen, dass die EU Deutschland verbieten will, dass der Führerschein Führerschein heißt? Ja. Wollen die schon Ewigkeiten? Mhm. Oh, du hast keine schusssicheren Reifen. Nee. Das kannst du in dem Aber Ding nicht einbauen. da war gerade eine Nagelkette und ich bin drüber gefahren. Ich Also. dachte halt, passiert nichts, ne? Nee, das kannst du leider nicht einbauen. Ist so mega nice, einfach nur hinten rauszuballern, ey. Und das Geile ist, du brauchst dir eigentlich von. Also für nach hinten brauchst du dir keinen Kopf machen. Boah, schon wieder. Weil ich mich einfach um alles kümmere. Was denn jetzt? Der hat sich gerade überschlagen. Warum? Weiß ich nicht. Ich war in der Ego-Perspektive. Ich sehe sowieso nichts. Du musst halt darauf achten, dass du nicht aus dem Fahrzeug schießt, weil sonst hast du keinen Schutz mehr. Weil du die Scheiben kaputt machst. Ja, Mutti, das reicht für heute, was ich mit dir gespielt habe. Alter, ich habe die Auszeichnung gekriegt, wenn Bullen fliegen. Ja, für die ist ganz witzig. Ich glaube, die habe ich auch. Silberauszeichnung, Alter.
Alter, ich kann mir den das Halbkettenfahrzeug für die Hälfte des Preises kaufen. Das war voll scheiße. Ich liege in der Embryonalstellung. Warum bist du nicht einfach dahin gegangen, wo ich auch bin? Bist du denn? Noch runtergegangen, zur U-Bahn. Hier ist keiner. Ach so. Die suchen dich noch. Ja, jetzt kommen sie. Nein, jetzt hat er mich. Toll. Einer ist hier runtergekommen. Da kommen noch mehrere. Du darfst nicht so oft sterben, Alter. Krieg ich weniger Geld. Bist denn du? Ich versteck mich gerade. Ich habe einen Polizeihelikopter in die Luft gejagt. Bin mal gespannt, ob sie mich jetzt auch noch finden. Wow! Irgendwas ist direkt neben mir explodiert. Ja, der Polizeihelikopter. Ich bin im Untergrund, Alter. Echt? Ich bin unten in der U-Bahn. Ich hoffe, dass die Polizei so langsam mal weggeht. Was hast du denn? Ja, keine Polizei mehr. Da war ein Polizist, der war verletzt, der lag am Boden und der explodierte Hubschrauber. Also der Rest vom Hubschrauber ist dann auf den Polizisten draufgefallen. Und dann hast du locker so... Oh, hier liegt so schön viel Munition und Geld. Also ich wäre bereit. Ich noch nicht. Ich bin jetzt breitbeinig auf dem Boden. So. Naja. Was, naja? Jetzt hast du wenigstens keine Polizei mehr hinter dir. Wollen wir gleich mit der Mutti da hochfahren, oder was? Mutti ist kaputt. Warum? Weil sie keine Reifen mehr hat. Oh, stimmt. Megacode 2005 ist gerade gestorben. Was ein beschissener Name, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes beschissen. Pharao, Junge, Pharao. Osiris, Oberklasse. Ja, ich zeig das einmal für unsere Zuschauer. Das ist der Osiris. Ich kann nicht raus, weil ich das Telefon in der Hand habe. Alter, was ist das für ein Scheiß? Wenn du dein Handy in der Hand hältst, kannst du trotzdem den Knopf drücken, du Penner. Du Penner. Ich verstehe nicht, warum GTA so einen Scheiß macht.
SecureServe take a pretty dim view of other car theft rings in the city. These guys have got the car we need, so go over there, break up their party, and get the car to the warehouse. Sieht aus wie ein Mazda-Verschnitt. Haben wir den gleichen? Nur andere Farben. Mega nice! Das war geil. Und dann auch noch auf Cam. Ja. Oh, begib dich zum Elektrizitätswerk. Ich weiß schon wieder, was passiert. Scheiße! Sorry, es tut mir leid, Leute, wenn da so ein bisschen mein Greenscreen Probleme bereitet. Es ist mega hell in der Wohnung. Und das Licht, was von draußen vom Fenster kommt, stört halt extrem OBS und seine Arbeiten. Was ist denn jetzt passiert? Der LKW hat voll ausgeschert. Während ich gerade neben ihm war. Alter, wie weit ist denn das noch weg? Das ist da, wo dieses komische Treffen da ist, mit den ganzen getunten Autos. Ach du Scheiße, nein. Oh Mann, oh, das ist doch scheiße. Warum? Ja, weil die uns immer einen Headshot verpassen. Ja. Das stimmt. Aber vielleicht sind wir jetzt besser als die. Meinst du? Bist schon da? Nö, aber fast. Superman! Oh shit, oh shit, oh shit. Ich bin da. Sag, wenn es losgehen kann. Ich habe mein richtiges Snipergewehr in der Hand. Und wir können loslegen. Jetzt. Pack. Was denn? Gestorben? Nö. Hast du es? Nein, noch nicht. Jetzt gleich. Alter, der sieht mega nice aus.
Oh, dem fehlt die Motorhaube nicht, aber die Motorheckklappe ist ihm, glaube ich, abgefallen, oder die gibt's gar nicht bei dem Auto. Guck mal. Ja, die ist weg. Die gibt's sonst schon. Ich finde den Wagen, den ich hab, ist mega geil. Das ist ein Lowrider. Echt? Wie geil, ja. Ah, du Wichser. Er hat mich voll in die falsche Spur gerammt. Alter! Hör auf auszugehen! Toll! Was denn? Ja, scheiß Controller, ey. Die Batterien sind voll, das weiß ich, weil ich sie geladen habe. Und der muckt trotzdem rum, ey. Scheiß Ding. Den Wagen, mit dem ich jetzt fahre, würde ich mir gerne in die Garage stellen. Kannst du leider nicht. Das ist getuned, ne? Ja. Wenn es nicht getuned wäre, dann würde es gehen. Wow. Was? Ich muss definitiv den Wagen hochbocken, weil sonst setze ich auf und der donnert die ganze Zeit umher. Bum, 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 bum. Also. Alter, ich krieg immer mehr Schaden, ey. Die Straßen sind so voll. Das ist krank. Jawollo. Abgeliefert! Wuhu! Hast du Glück gehabt? Weißt du, ja. Was gerade passiert ist? Hinter dir gab es eine Explosion. Direkt hinter dir. Das war ich. Das ist der Osiris. Alter. Können wir einen noch? Nee, wir sind schon drüber. Okay. Ich will einmal nur zeigen, wie voll unsere Garage ist. Und vor allem, was für ein Prachtstück wir da oben haben. Original, Junge, original. Ja. Ich darf nicht zu viel schwärmen. Diese Autos werde ich nie lange besitzen. Schon schade genug. Naja, ich wünsche euch viel Spaß, meine Freunde. Bis dahin. Tschüss. Ciao.